Preußen oder Prutzen hieß ein Volk, das an der Ostsee lebte und eine ähnliche Sprache wie die Litauer sprach. Ihr Land wurde seit dem Mittelalter vom Deutschen Orden regiert. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, die Stammesgebiete der heidnischen Prussen zu erobern, rief der polnische Herzog Konrad von Masowien im Jahr 1209 den Deutschen Orden zu Hilfe und war bereit, ihm Landrechte in den zu erobernden Gebieten einzuräumen. Herzog Konrad I. rief 1225 den Deutschen Orden ins Land. Der Deutsche Orden empfing von Kaiser Friedrich II. Das Land der Prutzen als Lehen und erhielt die Reichsfürstenwürde in Preußen. Friedrich II. War seit 1196 deutscher König und seit 1229 König von Jerusalem. Nachdem die gewaltsame Christianisierung der Prussen und die Eroberung ihres Landes abgeschlossen waren, gerieten die Ordensritter zunehmend in eine Legitimationskrise. Nachdem der Deutsche Orden 1466 einige Gebiete und Westpreußen in Streitigkeit mit Litauen und Polen verloren hatte, behielt er vom alten Ordensgebiet lediglich Ostpreußen, das in ein erbliches Herzogtum Preußen unter polnischer Lehnshoheit umgewandelt wurde. Dieses Herzogtum stand unter der Oberhoheit des Königs von Polen. Von den Prussen, welche früher in dem Land lebten, ist nur noch der Name erhalten, denn das Volk wurde nach und nach von Litauen, Polen und Deutschen aufgenommen. Friedrich I. übernimmt 1415 als erster Hohenzoller die Herrschaft in der Mark Brandenburg. Nun regieren in Brandenburg und Preußen Adlige aus verschiedenen Linien des Hauses Hohenzollern. Im Jahr 1618 stirbt der letzte Herzog von Preußen und das Lehen erbt sein Verwandter, der brandenburgische Kurfürst Johann Sigismund. Er regiert von nun an Brandenburg-Preußen. Dieses Herzogtum fiel sozusagen 1618 durch Erbverträge an die kurbrandenburgische Linie der Hohenzollern. Im Jahr 1640 wird Friedrich Wilhelm neuer Kurfürst von Brandenburg und Herzog von Preußen. Friedrich Wilhelm, der große Fürst, war nach der Übernahme der Regierung bestrebt, seine durch den Dreißigjährigen Krieg schwer zerrütteten Länder in einem einheitlichen Gesamtstaat zusammenzufassen. 1656 erreichte er die Aufhebung der polnischen Lehnshoheit über Preußen und gliederte es in sein Stammland ein. Die europäische Geschichte Preußens beginnt, als der Sohn des großen Kurfürsten, Kurfürst Friedrich III. Von Brandenburg, am 17.01. in Königsberg als Friedrich I. König in Preußen gekrönt wird. Der ehrgeizige Fürst machte sich also im Winter 1701 auf den Weg nach Königsberg, um sich dort selbst als Friedrich I. zum König in Preußen zu krönen. Es war ihm noch nicht erlaubt, sich König von Preußen zu nennen, da Teile Preußens noch unter polnischer Hoheit standen. Nach ersten Widerständen der europäischen Monarchen gewöhnte man sich mit der Zeit daran, vom Königreich Preußen zu sprechen. Bereits die kurfürstlichen Vorgänger des neuen preußischen Königs hatten mit einer erfolgreichen Einwanderungspolitik begonnen, die Friedrich I. nun fortsetzte. Denn das Kernland Brandenburg war durch den Dreißigjährigen Krieg stark verwüstet worden. Die Einwohnerzahl hatten sich durch Seuchen und Hungersnöte halbiert. Dem neuen König gelang es, wie seinen Vorfahren, religiös verfolgte Minderheiten
aus anderen europäischen Regionen ins Land zu holen. Als Lockmittel erhielten die Zugewanderten unter anderem eine mehrjährige Steuerbefreiung, freie Bauplätze und kostenloses Material für den Häuserbau. Vor allem aber sicherte der preußische Staat ihnen Religionsfreiheit zu. Die Einwanderungswelle dauerte noch bis weit in das 18. Jahrhundert hinein an. König Friedrich Wilhelm I., der den Beinamen Soldatenkönig erhielt, begann mit einer umfassenden, den Staat beherrschenden Armeereform. Er führte die Wehrpflicht ein, vergrößerte die Armee und verschärfte den Drill und die Disziplin unter den Soldaten. Seine militärische Besessenheit, die Kunst und Kultur ausbluten ließ, verkörperte der Aufbau seines persönlichen Regiments der Langen Kerls. Obwohl König Friedrich Wilhelm I. sehr auf das Geld schaute, verschleuderte er für die Langen Kerls ein Vermögen. Trotz der militärischen Aufrüstung führte der König zusammen mit Dänemark und Sachsen nur einen einzigen Krieg gegen Karl XII. Von Schweden. Als Sohn und Kronprinz des Soldatenkönigs war die Kindheit von Friedrich II., genannt der Große, von einer militärischen Erziehung mit Drill und körperlichen wie seelischen Züchtigungen geprägt. Der Kronprinz litt umso mehr darunter, da er selbst schöngeistige Beschäftigungen wie Flöte spielen, Literatur und Sprachen vorzog. Die Auseinandersetzungen zwischen dem tyrannischen Vater und dem Kronprinzen spitzten sich weiter zu, sodass der Kronprinz 1730 mit seinem Freund Hans Hermann von Katte einen Fluchtversuch unternahm. Doch die beiden wurden verraten und gefasst. Vor den Augen des Kronprinzen ließ Friedrich Wilhelm I. den Freund und Helfer seines Sohnes hinrichten. Eine Grausamkeit, die das Vater-Sohn-Verhältnis für immer belasten sollte. Friedrich, der selbst eine Zeit lang unter Arrest gestellt wurde, beugte sich nun dem Befehl seines Vaters und heiratete Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern. Schenkte Friedrich Wilhelm I. seinem Sohn Schloss Rheinsberg. Dort verlebte Friedrich, wie er selbst sagte, die schönste Zeit seines Lebens. Er korrespondierte viel mit dem französischen Philosophen Voltaire, der sogar 14 Tage lang Gast auf Friedrichs Schloss war. Friedrich II. War Zeit seines Lebens den schönen Künsten und der Philosophie zugetan. Er spielte ausgezeichnet Querflöte und gab sogar Konzerte auf seinen Schlössern. Und auch als Bauherr machte sich der Preußenkönig einen Namen. Eines der schönsten Bauwerke, das in der Regierungszeit Friedrich II. Entstand, war 1747 das Schloss Sanssouci. Friedrich II. Legte bei den Planungen dazu selbst Hand an, indem er sich durch eigene Skizzen an den Entwürfen beteiligte. Auf Schloss Sanssouci hielt sich unter anderem 3 Jahre der französische Philosoph Voltaire auf, der mit dem König intensive Gespräche führte. Und 1740 war es soweit. Friedrich II. Wurde König von Preußen. Zunächst zeigte er sich als aufgeklärter Herrscher, da er die Folter abschaffte, die Zäsur aufhob und die Getreidepreise senkte. Doch die außenpolitischen Verhältnisse sollten die nächsten 25 Jahre des Königs entscheidend prägen. Friedrich war fast unentwegt in Kriege verwickelt, die zwar verlustreich geführt wurden, aus denen er aber meist als glücklicher Sieger hervorging. Seine Hauptgegnerin war Maria Theresia, die Erzherzogin von Österreich. Im Winter 1740 griff Friedrich II. Zum ersten Mal Schlesien an. Insgesamt führte Friedrich II. Viele Kriege, die Preußen große Gebietsgewinne sicherten.
In der ersten polnischen Teilung von 1772, bei der Russland, Österreich und Preußen das polnische Königreich unter sich aufteilten, konnte er weite Teile Westpreußens, das Verbindungsstück zwischen Brandenburg und Königsberg, besetzen. Damit gelang es ihm, das zersprenkelte Staatsterritorium weiter zusammenzuführen. Fortan durfte er auch den Titel König von Preußen führen. Das Ende der Napoleonischen Kriege durch den Wiener Kongress im Jahr 1815 sorgte für eine territoriale Neuordnung des Kontinents. Der Zugewinn der polnischen Gebiete wurde einerseits bekräftigt, andererseits kamen im Westen neue Landstriche hinzu. Westfalen und das Rheinland wurde nun preußisch. Innenpolitisch war der Beginn des 19. Jahrhunderts durch viele Reformen geprägt. Verwaltung, Regierung, Landwirtschaft und Heer wurden neu strukturiert. Von großer Bedeutung war die Gewerbefreiheit und die Bildungsreform, die Wilhelm von Humboldt in die Wege leitete. Er forderte die Freiheit von Forschung und Lehre ein, die das Universitätssystem bis heute prägt. Preußen wurde zum Motor der deutschen Reichsgründung. Der preußische König Wilhelm I. wurde 1871 zum deutschen Kaiser gekrönt. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck wurde deutscher Reichskanzler. Damit wurde Preußen Teil des neu gegründeten Deutschen Reiches.